Ohio, Kiddies! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie. Erstens mal mit einem Fehlerstart und zweitens mal mit einer neuen React-Time-Folge. Und zwar eine reale Irrsinn-Folge und die heißt Zaun vor der Garage. Ganz schlechte Idee, kann ich euch sagen. Eine ganz schlechte Idee, einen Zaun direkt vor die Garage zu bauen. Wenn man ihn dann nämlich zu nah baut, dann haut das Garagentor den Zaun weg. Aber ich vermute, es ist jetzt eine Vermutung, weil ich habe die Folge ja noch nicht gesehen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Zaun nicht von den Leuten ist, denen die Garage gehört, sondern von den Leuten der Stadt. Wir hatten es ja gerade, als ich, also ich hatte ja gerade eben schon mal eine Folge reactet, die ist auch schon oben auf YouTube, falls ihr die noch nicht gesehen habt, einfach mal drauf gucken. Da ging es um Wuppertal und und das Einzäunen der Bewohner. Ich glaube, das ist sowas Ähnliches jetzt hier, was wir hier haben. Wir schauen es uns einfach mal gemeinsam an. Ich sag was dazu, das kennt ihr ja schon. Also starten wir mal rüber. Ich weiß, ich habe immer noch die alten Sachen im Hintergrund. Ich muss das jetzt endlich mal umbauen. Ich habe das jetzt am Wochenende ja Zeit. Spätestens in die übernächste Woche kann ich das machen. Da habe ich dann noch ein bisschen mehr Zeit für zu Hause. Also so, nebenher so. Gut, aber jetzt starten wir es mal. Also da seht ihr schon, wir haben einen Fußweg. Das ist mit Sicherheit der Weg zur Garage. Schauen wir uns an. Bernd Pavera aus Sonneberg in Thüringen hat einen schicken, dunkelblauen BMW. Das ist wirklich ein schönes Blau. Und ey, vor allen Dingen Sonneberg. Und dann das Nummernschild, SON. Auch nicht schlecht. Mit edlen Ledersitzen. Der hat Wow. mal 50.000 Euro gekostet. Ja, BMW ist nicht mehr billig. Obwohl, ich kenne Autos, die sind teurer. Also mein Lieblingsauto. So. Ich hab ein Lieblingsauto, obwohl ich keinen Führerschein habe. Und ich weiß auch, dass ich mir das Lieblingsauto wahrscheinlich nie gönnen werden kann, weil es einfach zu teuer ist. Und zwar den Maserati Quattroforte. Kostete, als ich zuletzt gesehen habe, 234.000 Euro Grundpreis. Aufwärts nach oben ist halt offen, klar. Das ist so mein Traumwagen. Ich find diese Schnauze von den Maserati finde ich echt genial. Auch wenn das einige Automarken mittlerweile nachbauen, aber das Original ist immer das Beste. Eine Stange Geld. Nur leider. Das Auto wurde schon zweimal angefahren. Die Täter haben Fahrerflucht begangen. Sowas hat man gerne, ja. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Manche Leute machen Dinge, die komisch sind. Ja, also. Bei meiner Schulungsstätte, wo ich bin, haben sie die letzte einen den Sattel geklaut. Was will ich mit dem Sattel? Wenn, dann klaue ich das Fahrrad, aber nicht den Sattel. Ja, gut. Wahrscheinlich, weil ist das Fahrrad so gut gesichert. Gut, mein Fahrrad steht ja auch da, das ist dann aber auch gut gesichert. Aber trotzdem. Naja. Und wenn man dann sieht den Schaden, dann steht man halt da und guckt um. Ja, das kann ich mir allerdings gerade vor allem, wenn man zur Fahrerflucht begehen, wenn man schon etwas anfährt, aus Versehen, kann ja mal passieren. Wir sind alles Menschen, Menschen machen Fehler, Menschen machen, passiert auch mal sowas. Kann man wenigstens so freundlich sein und kann einen Zettel da lassen. Hier, ich habe Ihr Auto angefahren, da und da erreichen Sie mich. So viel Anstand sollte man haben, weil schließlich und endlich zahlt im Normalfall die Versicherung das Ganze. Warum ist diese Tastatur? Ah, nee, das ist nur immer. Deshalb hat Herr Pavera schon vor vielen Jahren eine Garage gekauft, in die er sein Auto jeden Tag reinstellt. Dafür sind Garagen im Allgemeinen gedacht. Es gibt natürlich auch Garagen, in denen werden andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel Computerunternehmen gegründet, Betriebssoftware geschrieben. Gut, okay, das stimmt nicht ganz. Es war, glaube ich, ein Office, was er da geschrieben hat. Das Betriebssystem hat er ja geklaut. Doch plötzlich hängt so eine komische Nachricht an seiner Garage. Eines Tages war ein Zettel dran, dass wir die Garagen räumen sollten, weil wir dann nicht mehr rankommen könnten. Moment, Moment. Er hat eine Garage gekauft. Das heißt also, die Garage gehört ihm. Und irgendjemand Findiges kommt auf den Gedanken, nee, die Garage mag ja nicht dir, nicht mir gehören, aber der Weg davor oder was oder wie? Hä? Hä?
Wie dumm kann man sein? Also das ist eine finnische Geschäftsidee, klar. Aber daraus könnte man Kapital schlagen. Aber hallo, gibt es da nicht Regelungen für? Ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt. Herr Solmecke, ich hätte da noch mal eine Frage, bitte. Na sowas, nicht mehr rankommen? Und als Herr Pavera zu seiner Garage kommt, sieht er plötzlich... Die haben allen Ernstes Dani in Zaun vorgestellt. Und zwar nicht nur vor eine Garage, sondern vor viele Garagen. Und da nützt nicht mal was. Das sind alte Garagen, die macht man Jointor-mäßig auf. Was ist denn das für ein Gag? Also die Begründung, warum das gemacht worden ist, von demjenigen, der das gemacht hat, wüsste ich gerne mal. Die würde ich gerne hören. Ich hoffe, die hören wir noch in dieser Folge. Jetzt steht dieser Zaun vor all den Garagen und kein Mensch kommt da mehr rein und raus. Um zu seiner Garage zu kommen, muss Herr Pavera sich jetzt durch einen 50 Meter langen und sehr engen Gang quetschen. Okay, also wie gesagt, ich bin immer noch sehr gespannt darum. Sie haben wenigstens noch genügend Platz, Sie haben wenigstens noch ein bisschen Platz gelassen, dass man vielleicht rankommen könnte. Aber selbst wenn man die Tür aufkriegt, das... Ja, gut, also die zweite Garage, also die hier... Nee, die hier. Und auch die hier müsste man aufkriegen. Bei der hier wird es schon schwieriger, weil da halt dieser Pfahl hier ist. Ja, komisch. Und wenn er an seiner Garage angekommen ist, dann... Okay, ich sage mal so. Also das war jetzt natürlich etwas blöde gemacht. Ich hätte mich auf die andere Seite, also ich hätte mich nicht hier hingestellt, sondern ich hätte mich hier hingestellt, hätte das aufgemacht, hätte die Tür aufgedrückt und dann hätte man reingekonnt. Klar, drückt ein bisschen, dann wird der Zaun ein bisschen rübergedrückt, dann geht das auch. Also auf der Seite stehen ist natürlich etwas, unpassend. So sieht das aus hier. Wie soll man da noch mit einem Auto reinkommen? Ja, Auto ist natürlich Geschichte, klar, aber wie gesagt, ich bin immer noch gespannt darauf, was das für eine Aussage hat, warum das mit dem Zaun gemacht worden ist. Ist doch nicht normal. Nee, normal ist das nicht. Das Problem ist, der Weg vor den Garagen gehört dem Besitzer des neu gebauten Mietshauses nebenan. Ah, okay. Findig ist er ja nicht. Also in der Findigkeit ist er ja nicht schlecht, der neue Hausbesitzer. So, jetzt hat aber irgendwo bei der Stadt jemand nicht aufgepasst. Weil rein theoretisch hätte man feststellen müssen, dass das nicht rechtens ist, was da gemacht wird. Das finde ich frech. Eine Frechheit. Einfach eine Frechheit. Der hat dann Parkplatz hingebaut für seine Anwohner und genau. Und der freute sich, dass die Garagennutzer vergessen haben, ein Wegerecht zu beantragen. Tja, blöd. Und nun gucken ganz viele Garagenbesitzer in die Röhre. Ja, das ist natürlich auch nicht toll. Also gut, aber wer kommt auf den Gedanken, an sowas zu denken? Wenn ich eine Garage kaufe, gehe ich davon aus, dass die Garage dorthin gebaut ist, wo ich das Wegerecht automatisch habe. Klar, könnte man jetzt sagen, guck in den Vertrag, steht das da drin, dass du es hast, dann hast du es. Steht es nicht drin, hast du Pech gehabt, dann musst du es entweder extra beantragen oder musst mit solchen Sachen leben. Aber, es ist trotzdem irgendwie, ja, also man hätte sich da auch anders einigen können, glaube ich. Unmöglich, wie er sich das hier gemacht hat. Die kommen überhaupt nicht mehr in die Garagen. Also es ist unmöglich. Also ich kann das Tor nicht mehr öffnen. Das ist eine Schwingtür, das geht nicht. Dass jemand sowas machen kann, konnte ich mir nicht vorstellen. Der Mietshausbesitzer würde die Garagen ja kaufen. Für wenig Geld, versteht sich. Die Zufahrt ist schließlich ein bisschen eng. Ja, so hat er sich das gedacht. Und wenn er an die Garage für wenig Geld gekauft hat, macht er den Zaun weg und vermietet die Garagen an seine Bewohner. Der hat ja wohl den Schuss nicht mehr gehört oder was. Also Leute gibt's, da bleibt ja selbst Mietspucke weg. Die würden doch verkaufen, oder? Nein. Nö. Nein. Aber wenn doch kein Mensch... Richtig so, genau so. Nein, nicht verkaufen. Außer er bietet euch mindestens den doppelten Ankaufswert. So würde ich es machen. Und zwar nicht den Ankaufswert, der heute ist, außer der wäre höher, sondern den ihr damals bezahlt habt. Ich glaube, der damals war höher. Mehr hier in die Garage kommt?
Ich werde an den Grundstücksbesitzer meine Garage nicht für billigen Geld verkaufen. Eher parke ich meine Matchbox-Auto in dieser Garage. Ey, das ist ein geiler, das ist geil. Ey, du gefällst mir. Geiler Spruch. Ja, die Matchbox-Autos. Ja, Matchbox-Autos müssten gerade noch gehen. Ja. Aber ein Bobbycar wäre schon schwierig. Obwohl, das Bobbycar kriegt man notfalls auch noch unter. Weil breit genug ist es ja. Und die Türen müsste man auch weit genug aufkriegen, um es zumindest von hinten reinzuschieben. Beim Rausholen ist es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber die Matchbox-Autos passen auf jeden Fall. Und auch hierfür wieder Schildi. Dankeschön für diese Folge. Es war super. Es hat mich gefreut, dass wir das hatten. Also es war jetzt nicht die Stadt, sondern ein Privateigentümer, also genau das, was wir vorhin hatten, als der Kisten gerade in der letzten Folge das gesagt hat bezüglich des Weges hier bei uns von der einen Bushaltestelle. Klar, und falls ihr euch jetzt wundert, wieso sagt sie aus der letzten Folge, das ist doch nur eine Folge gewesen. Ja, auf Twitch ist das schon die zweite Folge, wenn ihr da mal zuschauen wollt, unten Videobeschreibung, da ist der Link dazu. Könnt ihr zugucken, live. Ja, aber was mir bleibt, ist ein Dankeschön euch zu sagen. Wollt ihr wissen, für was? Für all die Likes und die Abos und die Glöckchen, die ihr mir jetzt, wenn ihr lieb, nett und freundlich seid, für diese Folge schenkt, die wir hier errichtet haben. Ich mache das bei den Kollegen von Extra 3 auch gleich. Hier gibt es ein Like. Da ist das Abo. Da ist das Like. Genau, die Glocke habe ich nicht aktiviert, weil ich habe so viele Sachen auf diesem Account, die ich im Auge behalte. Wenn ich da immer das Like anmachen würde, die Glocke anmachen würde, dann hätte ich jeden Tag 30 Mitteilungen. Ich kriege auch so mit, was abläuft. Genau, gut. Wenn ihr Ideen habt, kritiklos werden wollt, Vorschläge habt, was man reacten könnte, oder irgendwas loswerden wollt, was für den Kanal interessant ist. Unten unter dem Video ist die Kommentarsektion. Einfach reintippern. Ich antworte darauf auch. Manchmal dauert es ein, zwei Tage. Momentan hat es, die letzte Woche hat es etwas gedauert. Ich mache aber heute noch so eine guck heute noch, wer mir was geschrieben hat und antworte darauf. Und ja. Mich würde freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid und wieder zuschaut. Für heute sage ich euch Dankeschön und tschüss, eure Josie.